Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf der Tribüne, wer in diesem Land arbeitslos wird, dem hilft diese Gesellschaft. Aber dann hat diese Gesellschaft auch einen Anspruch darauf, wenn sich für denjenigen eine Möglichkeit bietet, von eigener Händearbeit zu leben, dann sollte er diese Chance auch nutzen. Das ist für mich Solidarität. Jetzt weiß ich, Solidarität ist für die Linke etwas anderes. Solidarität heißt für sie leider sehr häufig, der Unternehmer muss bezahlen. Aber Solidarität ist eben halt weit mehr. Solidarität bedeutet, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zum Funktionieren des Gesamtsystems leistet. Und wer diesen Beitrag nicht erbringt, der wird sanktioniert. Der Steuerhinterzieher wird sanktioniert, der Schwarzarbeiter wird sanktioniert. Und wer eine Möglichkeit, von eigener Hände Arbeit zu leben, abschlägt und stattdessen von Sozialleistungen lebt, der muss eben halt auch sanktioniert werden. Ich weiß, dass es in Deutschland sehr viele Menschen gibt, die von Hartz IV leben und die alles dafür täten, einen Job zu bekommen. Und wir von der Alternative für Deutschland stehen klar an der Seite dieser Menschen. Aber diese Menschen sind bei Ihnen, bei der Linken, schlecht aufgehoben. Denn Ihr Antrag zeigt ganz klar, Sie stehen eher auf der Seite der Menschen, die überhaupt nicht arbeiten wollen. Und Sie schädigen damit unser Sozialsystem und Sie schaden den Menschen, die tatsächlich auf dieses Sozialsystem angewiesen sind. Ich möchte mich jetzt aber gar nicht an der Linken abarbeiten, denn die Verantwortlichen dafür, dass wir überhaupt Sanktionen brauchen, das sind Sie, meine sehr geehrten Kollegen von SPD und CDU und CSU. Es ist nämlich so, dass es sich für viele Menschen in diesem Land schlichtweg nicht lohnt, zu arbeiten. Wenn Sie als Mindestlohnempfänger Vollzeit arbeiten, dann haben Sie am Monatsende Abzüge von 25%. Ein Viertel Ihres Gehaltes wird in Form von Steuern und Sozialabgaben abgezogen. Und das hat zur Folge, wenn Sie einem Hartz-IV-Empfänger einen Job auf dieser Basis anbieten, dann wird er ziemlich schnell feststellen, er hat ja hinterher nicht viel mehr als vorher. Und ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn dann jemand sagt, lieber nicht. Ich weiß nicht, ob Sie bei SPD und Union dafür auch Verständnis haben. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass Sie diese Problematik überhaupt nicht verstanden haben und überhaupt nicht sehen. Denn in Ihren Sondierungspapieren lese ich zu diesem Problem kein einziges Wort. Und es ist nur ein Sondierungspapier, aber trotzdem, denke ich mir, hätten Sie sich da schon mal äußern können. Und ich denke mir, dieses Problem wird Ihnen ganz fürchterlich auf die Füße fallen, wenn, wie die Linke richtig in ihrem Antrag zum Ausdruck bringt, das Bundesverfassungsgericht tatsächlich die Sanktionen für verfassungswidrig erklärt und es sich für viele Menschen einfach nicht lohnt, wie ich eben dargelegt habe, einen Job anzunehmen. Wie wollen Sie dann eigentlich noch in nennenswertem Umfang Menschen mit niedriger Qualifikation an den Arbeitsmarkt heranführen? Sie werden in Ihrer ganzen Konzeptionslosigkeit daran gnadenlos scheitern. Und das finde ich sehr ärgerlich, denn es gibt ja nun Ansätze. Wir könnten zum Beispiel darüber sprechen, dass wir Freibeträge einführen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Damit könnte man tatsächlich die Aufnahme von Arbeit gerade für Geringqualifizierte attraktiver gestalten. Es gibt diese Ideen, aber diese Ideen gibt es nicht bei der SPD und die gibt es auch nicht bei der Union. Wir von der Alternativen für Deutschland sind gerne bereit, mit Ihnen konstruktiv an entsprechenden Lösungen zu arbeiten. Den Antrag der Linken verstehen wir als einen Einstieg in diese Diskussion. Wir werden deswegen gerne zustimmen der Überweisung Ihres Antrags in den Ausschuss. Aber die Zielsetzung muss sein, wir haben in Deutschland Menschen, die niedrig qualifiziert sind, die von Arbeitslosengeld II leben. Und unser Ziel muss sein, Arbeit muss sich auch endlich wieder für diese Menschen lohnen. Ich danke Ihnen.